Vom ersten Augenblick an haftete dem Holocaust eine entsetzliche Angst an. Die Angst vor dem Vergessen, schrieb der Schriftsteller Imre Kertész, der als ungarischer Jude Auschwitz und Buchenwald überlebt hatte. Auschwitz, Majdanek, Bergen-Belsen, Sobibor, Chełmno, Treblinka, Holocaust, Shoah. Im Grunde stehen wir einer unannehmbaren Geschichte gegenüber. Aber es war Wirklichkeit. Es ist Geschichte. Wie müssen wir damit umgehen? Wie können Vernunft, Politik und Gesellschaft und der Mensch nach und mit der Erfahrung der Shoah gedacht werden? Vor 16 Jahren begann in Herne und Wanne-Eickel das bürgerschaftliche Projekt Nahtstellen, fühlbar, hier. Der Titel entstammt einem Gedicht Paul Celans. Die Erinnerungstafeln zeigen auf, wo die Synagoge und die jüdische Volksschule standen, wo Geschäfte arisiert und Menschen in Judenhäusern zusammengepfercht wurden. Sie erzählen von Ausgrenzung und Denunziation, von Erniedrigungen und Deportationen. Mitten in der Stadt ist sichtbar, was geschah und dass es geschah. Die Nahtstellen sind nicht abstrakt, sondern vor Ort spürbar. Sie verändern die Wahrnehmung des eigenen Lebensumfeldes, motivieren dazu, sich mit den lokalen Geschehnissen auseinanderzusetzen und sie geben den Opfern ihre Geschichte wieder. Meine erste Angst fing den ersten Tagen von Februar an. Man hatte Angst, in der Schule zu gehen. Die jüdische Schule war schon auf der Neustraße, ganz nah von unserer Wohnung. Man sieht schon viel SA-Uniformen, auch Hitlerjugend, überall hörte man Juden raus, man sammelte Geld in Büchsen mit dem Slogan für Juden nach Palästina. Dem 1. April war der Boykott auf alle jüdischen Geschäfte. Auf dem Schaufenster von meinem Vaters Geschäft schrieb man mit ganz großen Buchstaben: Kauft nicht bei Juden. Vor dem Eingang des Geschäftes standen zwei SA-Männer als Wache, dass keiner sich wagen sollte, reinzugehen. Einmal Sonntag wollten wir mit unseren Eltern in ein Kaffeehaus gehen. Auf der Bahnhofstraße, da stand an der Tür ein Schild: Eintritt für Juden, Hunde, Zigeuner und Neger verboten. Da hörte ich meine Mutter, sagte zu meinem Vater: Ignaz, wir müssen weg von hier, sonst wird es zu spät sein. Ich konnte schon nicht ins Gymnasium gehen, weil für Juden existierte schon die Verbotung, in höhere Schulen zu gehen. Ende 1935 kam mein Bruder eines Morgens ganz verblutet nach Hause. Eine Gruppe von Hitlerjugend hatte ihn umringelt und ihn zerschlagen. Nachdem entschließen sich meine Eltern, Deutschland zu verlassen. Ja, meine Eltern waren Kommunisten jüdischer Herkunft. Die sind schon im Mai 1933 ins Exil gegangen, weil sie schon ahnten, dass auf sie Schlimmes zukommt. Bis Anfang des Krieges waren die meisten Mitglieder unserer Familie auch schon emigriert nach Holland. Und der erste, der dann gestorben ist, ist mein Großvater Max Elias gewesen. Der ist beim Bombenangriff auf Rotterdam 1940 umgekommen. Und seine Ehefrau Helene Elias ist 1943 nach Sobibor deportiert worden und ist da sofort bei Ankunft vergast worden. Die anderen Großeltern, die Eltern von meinem Vater, Sophie und Julius Günzburger, sind 1943 nach Westerburg gekommen, deportiert worden und dann nach Bergen-Belsen und sind leider 3 Monate vor Ende des Krieges verhungert.
Ich wurde 1942 geboren in Amsterdam und musste dann in ein Kinderheim kommen, weil meine Eltern untertauchten und das Quartier auch sehr häufig wechseln mussten. 1944 sind wir dann aber in Amsterdam in eine Wohnung gekommen und wir haben dann nicht so versteckt gelebt wie die Anne-Frank-Familie, sondern meine Eltern hatten falsche Papiere, die ja hier auch ausgestellt sind, und danach waren sie ein nicht verheiratetes Studentenpärchen, das auf eine Verwandte aufgepasst hat, und ich musste zu ihnen Onkel und Tante sagen. So haben wir dann den Holocaust überlebt. 1945, am 5. Mai, als der Krieg in Holland zu Ende war, da durfte ich dann Mama und Papa sagen, und ich bin mit meinem Kinderwagen über die Straße gelaufen und habe allen Leuten erzählt, der Krieg ist aus, ich habe jetzt auch eine Mama und einen Papa. Und ich habe mich nie wieder in der Anrede vertan. Die Verbrechen gegen die Menschlichkeit fordern eine Anerkennung der Opfer und die Übernahme von Verantwortung. Sie fordern aber auch eine kritische und gegenwartsrelevante Auseinandersetzung mit der Geschichte. Also der Holocaust hat eben hier vor unserer aller Haustür quasi stattgefunden, könnte man sagen. Und das eigentliche Massenmorden, was dann eben an Orten wie Auschwitz und anderswo stattgefunden hat, ist ja nicht zu denken und nicht zu erklären ohne die Vorgeschichte, die eben hier Schritt für Schritt eben an Orten wie Dortmund, aber eben auch Herne entsprechend ab 1933 spätestens begonnen hat. Und an der eben zahllose, bis dato eher unverdächtig erscheinende Personen und Institutionen eben beteiligt waren. Aber es war genauso das Wohnungsamt, was dafür gesorgt hat, dass eben dann später die Leute eben in sogenannten Jugendhäusern zusammengepfercht wurden. Es waren eben die Finanzämter und Pfandleihämter, die eben bei dem Verkauf des jüdischen Besitzes mitgewirkt haben. Es sind Meldeämter gewesen. Also es ist ein gesamtgesellschaftliches Projekt wirklich gewesen, das muss man sich vor Augen führen, an dem eben neben aber solchen staatlichen Institutionen eben auch viele Privatpersonen beteiligt waren. Und ohne deren aktive oder auch passive Teilhabe wäre das Ganze nicht möglich gewesen. Also nicht zuletzt eben auch die schweigende Masse, die vielleicht jetzt nicht unmittelbar aktiv ins Geschehen involviert war, aber dennoch eben durch mangelnde Solidarität, durch mangelnde Hilfe, durch mangelndes Flaggezeigen auch ihren Teil dazu beigetragen hat. Also nach wie vor natürlich einerseits schon auch in dem Gedenken an die Opfer und das Verbrechensgeschehen, aber andererseits vor allen Dingen eben auch in einer stärkeren Beschäftigung eben mit der gesellschaftlichen Dimension von Nationalsozialismus und Holocaust. Also sprich in dem Versuch, stärker noch Antworten zu finden auf die Frage nach dem Wie und Warum und diese Antworten eben einem breiteren Publikum zugänglich zu machen und mit einem breiteren Publikum auch zu diskutieren. Also das heißt, die Menschen stärker dazu anregen und befähigen, darüber nachzudenken, wie eben entsprechende Verbrechen geschehen konnten, was insofern ja auch einfach einen sehr starken Aktualitätsbezug hat, als dass die Motivation für die Verbrechen, also insbesondere zum Beispiel der Antisemitismus als Motivation für den Holocaust, wie wir alle wissen, eben nicht verschwunden sind, sondern nach wie vor eben sehr virulent sind und nach wie vor Opfer fordern. Und sich dem eben über die Auseinandersetzung mit der Genese auch des Holocausts oder eben aber auch des Nationalsozialismus insgesamt als Gesellschaftsform dem zu nähern, halte ich für wichtig und für eigentlich die zentrale Aufgabe eben auch von NS-Gedenkstätten in den nächsten Jahren. Es war ursprünglich nicht gedacht als Denkmal für den jüdischen Friedhof. Es hat auch eine andere Platte gehabt. Die ist erst nachträglich. An diesem Ort kriegt man ein Gespür davon, welche Lücken in der Gesellschaft durch die Shoah gerissen worden sind, welche Lücken
in die Herzen der Stadt gerissen worden sind. Deswegen ist es gut, dass es diese Orte des Erinnern gibt, dass man etwas sieht, dass man wahrnimmt, dass man aufnimmt, dass man registriert, dass da Menschen hinterstehen. Und das ist ein wichtiger Baustein, denn Erinnerungskultur ohne Orte, an denen man das spüren und fühlen kann, ist weniger wert. Und wir wollen ja die Erinnerungskultur in unserer Stadt weiter prägen und aufrechterhalten, weil so kann man aus Erinnerung auch Erfahrung ziehen. Und das ist sehr, sehr wichtig, gerade in der heutigen Zeit. Und deswegen ist das hier ein Ort nicht nur des Besinnens, sondern des Erinnerns und des Mahnens. Das Shoah-Mahnmal stellt sich sperrig in den Weg. Ein aufrechter, massiger Widerstand. Auf der Gedenktafel befinden sich 410 Glasokulare mit Namen, Daten und Orten. Um sie zu erkennen, muss man näher treten, die einzelnen Inschriften in Augenschein nehmen. Es ist ein Verzeichnis zerstörter und gewaltsam gebrochener Leben. Erinnern ist Vergegenwärtigung von Vergangenheit. Dabei gilt es immer wieder, ritualisierte Formen des Gedenkens selbstkritisch zu hinterfragen. Nur eine lebendige Erinnerungskultur wird dazu beitragen, die unannehmbare Geschichte zu begreifen und das Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus weiterzutragen.